Lawinen, Lawinen, Lawinen. Ein großer Grund für die Zurückhaltung aller Bergsteigerinnen und Bergsteiger im Winter sind diese Lawinen, die einen so oft Kopf und Kragen kosten können. Ist diese Angst begründet? Ja, aber wirklich immer? Nein. Warum? Zeige ich euch heute. Letzte Woche haben wir uns ja angesehen, was Lawinenwarnstufen bedeuten. Heute sollten wir uns mal mit der Frage beschäftigen, wieso Lawinen eigentlich entstehen und wie es letztlich zu einer Situation kommt, in der eine Lawine abgehen könnte. Denn die Gründe dafür sind wahrlich vielfältig, weil es eben viele unterschiedliche Einflüsse auf die Schneedecke geben kann. Diese Einflüsse hängen vor allem von der Temperatur, dem Wind, der Neigung und der Exposition ab und das über längere Zeit. Also nicht nur einen Tag beispielsweise. Letzteres sollte man aber definitiv nochmal betonen, denn Lawinensicherheit hängt zumeist nicht vom Tag oder der Nacht vor der eigenen Tour ab, sondern auch von den letzten 3-4 Tagen zuvor. Und wenn wir uns gleich mal das erste Problemgebiet anschauen, ist es auch logisch. Schauen wir uns das Triebschneeproblem an. Hier kann nämlich auch der Donnerstag daran schuld sein, wenn am Sonntag die Tour mit viel Bauchschmerzen angetreten wird. Was ist aber überhaupt Triebschnee? Triebschnee hängt vor allem sehr stark mit dem Wind zusammen. Denn nach oder manchmal auch während einem Neuschnee kann der Wind den Neuschnee verblasen. Starker Wind teilweise auch sehr weit. Dabei wird von der Luftseite Schnee weggetragen und lagert sich in den Leeseiten ab. Auf der Leeseite kommt es damit zu Schneeansammlungen. Das Tückische am Triebschnee ist aber, dass der Schneedeckenaufbau nicht mehr dem eines typischen Neuschnees entspricht. Vielmehr verketten sich nämlich die Schneekristalle zu einer brettartigen Masse, die dann natürlich eine potenzielle Gefahr darstellen kann. Jedoch bedeutet Triebschnee allein noch keine Gefahr. Es braucht auch eine entsprechende Schneedecke unter der Triebschneeschicht, die beispielsweise als Gleitfläche für den Triebschnee dienen kann. Dann kommt es auch zu einer höheren Lawinengefahr letztlich. Da das Triebschneeproblem vom Wind abhängt, müsst ihr euch in bewaldeten Gebieten deutlich seltener mit diesem Problem auseinandersetzen. Dafür aber umso mehr, wenn es in die Höhe geht und die Berge weit über die Waldgrenze hinausgehen. Denn hier kann der Wind natürlich auch stark sein. Jedoch ergibt sich durch diese Entstehung sehr gut, wo man Triebschnee finden kann. Leeseiten, Rinnen, Mulden, Senken und Breitescharten sind davon besonders betroffen, wenn die Umstände im Zeichen des Triebschnees stehen. Der abgeblasene breite Hang ist eher weniger gefährdet. Zumindest wenn man das offensichtlichste Warnzeichen des Triebschneeproblems erkennt, was gar nicht mal so unglaublich schwer ist. Und zwar sind das die Verfrachtungen des besagten Triebschnees. Diese zeigen sich vor allem durch diese Spuren, die sie in den Hängen hinterlassen. Diese ähneln nämlich ein wenig der Verfrachtungen von Sand bei einer Düne und ist immer sehr charakteristisch für Triebschnee. Aber nun wird's etwas schwierig. Nur weil Triebschnee und Verwehungen vorhanden sind, steht das nicht unbedingt für die Lawinengefahr. Hier hilft auch wieder ein Blick in den Lawinenlagebericht, den wir uns ja letzte Woche bereits angesehen haben. Hier findet man zusätzliche Informationen, ob Triebschneeverwehungen auch tatsächlich durch weitere Gegebenheiten ein Problem werden und damit zu Lawinen werden können oder eher nicht. Altschnee ist wohl mit Triebschnee ebenfalls eines der häufigeren Probleme, vor allem manchmal auch eines der penetrantesten Probleme. Denn Altschnee führt manchmal zu langen Gefahrenperioden und gleichzeitig kann man aber relativ wenig dagegen tun. Das Altschneeproblem entsteht vor allem durch einzelne Schwachschichten innerhalb der Schneedecke. Und innerhalb der Schneedecke ist eigentlich auch schon das ekelhafteste Stichwort an dieser Stelle. Woran erkenne ich denn bitte eine Schwachschicht innerhalb der Schneedecke? Genau. Einfach so wie beim Triebschnee geht das nämlich gar nicht. Das Altschneeproblem springt einem also nicht direkt wie der Triebschnee oder andere Warnzeichen ins Auge, sondern verbirgt sich unter der Oberfläche, womit Schneedeckentests und Schneeprofile hilfreich sind. Aber wer hat dafür Zeit, Expertise und Lust? Genau. Deshalb sollte der Blick in den Lawinenlagebericht beim Thema Altschnee besonders genau ausfallen. Also darauf achten, ob Altschneeprobleme vorliegen und wenn ja, in welchen Expositionen. Zumeist betrifft das Altschneeproblem nämlich die Übergangszonen von wenig zu viel Schnee und Schattenhänge. Dass das aber immer so ist, das ist nicht gesagt. Und besonders brisant, Altschneelawinen können auch wirklich groß sein, da das Problem oft über weite Strecken zusammenhängt. Der Neuschnee ist ein fast schon offensichtliches Problem. Man schaut beim Fenster raus, sieht, es schneit wie Sau und hat das Neuschneeproblem verstanden.
oder? Nicht ganz. Denn hier gilt es eben, wie nicht nur zu dieser Jetzt-Situation, also die zu betrachten, sondern auch in die Vergangenheit zu schauen. Ein Neuschneeproblem kann nämlich ebenfalls schon am Vortag beispielsweise entstanden sein und somit den wolkenlosen heutigen Tag beeinflussen. Neuschnee ist vor allem dann ein Problem, wenn es bereits eine Schwachschicht gibt und dann das Gewicht des Neuschnees nochmal dazukommt. So kann es zu teilweise auch sehr großflächigen Schneebrettern kommen, aber auch Lockerschneelawinen, gerade im steileren Gelände, sind ebenfalls möglich. Das Neuschneeproblem ist grundsätzlich nicht zu unterschätzen. Zum Glück muss man aber sagen, dass es sehr offensichtlich ist und die Zurückhaltung nach großen Schneefällen dadurch auch leicht entschieden werden kann. Denn neben dem künstlichen Auslösen durch dich und mich kann es eben auch zu spontanen Abgängen kommen. Das Nassschneeproblem ist leicht zu erkennen. Erstens mal, gerade im Frühjahr oder im Spätwinter haben wir eher gemäßigte Temperaturen. Wird es richtig warm, sorgt die Durchfeuchtung der Schneedecke für schlechtere Stabilität selbiger und für Zusatzgewicht. Aber nicht nur Sonnenschein und hohe Temperaturen sind ein Problem, auch der Regen kann zum Auslöser für Nassschnee werden. Regen setzt natürlich in den entsprechenden Lagen auch die entsprechenden Temperaturen voraus, womit aber die Erkennbarkeit natürlich auch sehr leicht ist. Regnet es oben am Berg, kann man von einer Zunahme der Nassschneeproblematik ausgehen. Hat man eine besonders hohe Temperatur und strahlenden Sonnenschein über die Mittagszeit, sind die beschienenen Hänge ebenfalls gefährdet. Das Gleitschneeproblem ist wohl das schwierigste Problem für uns Wintersportler. Der Gleitschnee wird von uns nämlich nicht beeinflusst. Die Zurückhaltung auf einer Spur ändert beim Gleitschneeproblem kaum etwas an der Möglichkeit, dass eine solche Lawine abgehen könnte. Das Problem beim Gleitschnee ist nämlich, dass die Oberfläche vom Untergrund abgleitet, was besonders auf steilen Grashängen ein ganz übliches Problem dargestellt. Auch fehlende sogenannte Gleitschneerisse sind kein Indiz dafür, dass der Hang sicher ist. Und andere Merkmale gibt es aber ebenfalls keine. Was schließen wir jetzt nun aus diesen kurzen Ausflügen in die Welt von Nassschnee, Altschnee, Triebschnee, Gleitschnee und Neuschnee? In erster Linie ist das alles deshalb interessant, weil wir nun wissen, warum Lawinengefahren so aussehen, wie sie aussehen. Viele Faktoren spielen eine Rolle und beeinflussen Schneedecken oder auch die ganze Lawinensituation. Zu verstehen, was genau das Problem ist, hilft dabei auch zu vermeiden oder prognostizieren zu können, ganz ohne intensive Arbeit in Schneeprofile stecken zu müssen. Neuschnee und dann 100 km/h Wind für 2 Tage sind ein guter Indikator für Triebschnee am nächsten Tag. Ob es zu einem konkreten Problem durch die Situation kommt, das kann natürlich nur in Kombination der vorherrschenden Probleme festgestellt werden. Und genau dafür haben wir auch den Lawinenlagebericht. Außerdem helfen uns diese Kenntnisse auch bei der Tourenplanung, Beispiel Nassschnee. Das Nassschneeproblem tritt am Nachmittag häufiger auf als vormittags. Die einzig logische Konsequenz muss nun also sein, dass man die Tour so plant, dass man bereits am Vormittag wieder im Tal ist. So können potenzielle Nassschneelawinen vermieden werden. Ein anderes Beispiel wäre aber der Triebschnee. Wenn man die Dünen des Triebschnees sieht, weiß man, dass ein entsprechendes Problem vorliegen könnte und kann dementsprechend angepasst und vielleicht auch etwas defensiver unterwegs sein. Also wissen wir jetzt, welche Arten von Problemen es geben kann. Bedingt sind fast alle Lawinenprobleme eigentlich immer mit einer Schwachschicht. Ohne Schwachschicht würden sich alle Schichten miteinander solide verbinden und es gäbe keinerlei Bedenken. In der Regel gibt es aber situationsabhängig, neigungsabhängig und auch expositionsabhängig eigentlich immer den ein oder anderen kleineren oder größeren Störfaktor, sodass die hundertprozentige Lawinensicherheit nie einwandfrei ausgesprochen werden kann. Wo sich die Schwachschicht in einer Schneedecke befindet und wie sie aussieht, das kann nur anhand eines Schneeprofils ermittelt werden. Hier wird auf alles Rücksicht genommen, was die Schneedecke beeinflussen kann. Das geht von Härte bis Kristallform, Höhe der Schicht und vieles mehr. Dafür braucht es aber viel Zeit, viel Interesse und letztlich auch viel Expertise, sodass so ein Vorgehen für den Otto-Normal-Tourengeher eher keine Option ist. Außerdem ermittelt das Schneeprofil auch nur die Lage an diesem Hang, bei dieser Höhe und dieser Exposition. Das alles zeigt letztlich, je besser man sich auskennt, umso sicherer kann man natürlich unterwegs sein. Unterm Strich muss es aber auch praktikabel sein. Ein paar wissenswerte Infos über Lawinen können aber jedenfalls nicht schaden, sodass ich hoffe, ihr konntet in diesem heute doch eher theoretischen Blog etwas mitnehmen. Wintersport ist eben auch im Sinne der Sicherheit ein Thema, bei dem vor allem Wissen im Vorhinein ein wichtiger Faktor ist und alles einfach mal auszuprobieren deutlich schneller gefährlich sein kann. Nächste Woche aber möchte ich euch wieder mit in die Praxis und mit ins Gelände nehmen. Bis dahin hoffe ich, habt ihr eine wunderbare Zeit, genießt die etwas wärmeren Tage vor dem neuen Jahr und wir sehen uns auf der anderen Seite. Bis dahin, wie immer, Bergheil.